Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir einen Bandscan machen. Das ist natürlich mit meinem Radio von Medion. Marke Medion. Könnt ihr sehen. Heute wollen wir eine kleine Überreichweitenfrequenz machen, also Überreichweite. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ihr müsst einfach nur euer Fenster nicht auflassen. Ihr lasst euer Fenster erstmal kurz auf. Also ich lasse mein Fenster hier kurz auf. Ihr nehmt euer Radio, setzt das hier hin. Pässig, dummes Kuscheltier. Und dann macht ihr eure Antenne. Ich muss mal kurz. So erstmal machen. Dann macht ihr so, dass das der Antenne rausgeht. Dann müsst ihr es aber komplett rausstecken, dass ihr überhaupt Reichweite kriegt. Weil Leute, draußen kriegt man mehr Reichweite, weil draußen ist auch mehr Empfang. Also liebe Leute, sowas könnt ihr nachmachen. Einfach machen. Also das wollen wir natürlich nach so haben. Und jetzt macht ihr nur euer Fenster zu. Und gucken wir mal, was für Sender wir kriegen. Wir kriegen bestimmt Überreichweiten-Sender, also von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein. Ich habe sogar schon mal NDR 1 Welle Nord oder Radio Brocken ist auch Sachsen-Anhalt schon. Radio Brocken. Radio Brocken ist nämlich für Mecklenburg. So, okay. So ist okay. Gucken wir mal, was für Sender wir jetzt kriegen. Schau mal, Leute, die erste Frequenz ist 87,5. Das ist die erste Frequenz, die losgeht. Das ist NDR 2 aus Schleswig-Holstein oder NDR 1. Ich weiß es jetzt nicht genau. 88,7 war auch noch nie. Das ist, glaube ich, hier NDR 1. NDR Info. Das ist NDR Kultur aus Schwerin. Wir gucken mal. NDR 9, das ist NDR 90,3. Das ist NDR 90,3 aus Hamburg. 91,7. Das ist vielleicht NDR Kultur aus Schleswig-Holstein oder so. Ach, 3. Also NDR 2 kriegen wir überall. Das ist jetzt NDR 1 Radio MV. Das schnarrt gar nicht. 90,3. Das ist, glaube ich, NDR Kultur. Oder Info. Das ist NDR 1. Nee, das ist Deutsch DLF Kultur oder Deutschlandfunk Kultur. Nennen das viele. 94. Alexa, spiel Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg. Scheinbar hat sich der Name oder das Passwort deines WLANs geändert. Ich glaube, das ist Ostseewelle aus. Da hören wir nichts, nur Schnarren. Wir machen noch ein bisschen lauter. Das ist der Deutschlandfunk Kultur. Das hieß ja mal früher Deutschland Radio Kultur. Das ist NDR 1 Radio MV aus. Aber geile Musik, aber ich darf nicht so lang machen, so wegen YouTube. Ihr kennt YouTube ja. 96,9, das habe ich auch noch nie gehabt. Also jetzt haben wir richtig über Reichweite. Wir könnten sogar noch Ostseewelle aus Rostock herkriegen. Aber über Radio bei, also da ist jetzt nichts, also 97,8. Das ist NDR 1 Welle Nord, störungsfrei, ohne. Das war eben gerade NDR 2. Das ist, keine Ahnung, was ist ein Sender. Das ist Enjoy aus Schwerin. Was? Ach, wir hatten da eben Enjoy gehabt. Vielleicht kriegen wir noch Enjoy aus Klütz. Das ist bestimmt.
Es kann auch sein, dass es jetzt Antenne V ist. Also das jetzt mit 100. Wir hören uns gleich. Das schätze ich mal, das ist Radio Brocken. Ne, das ist Radio Brocken eben. Das ist NDR, das ist Antenne MV. Aus Schwerin. Regional aus Schwerin, also Schwerin ist ja gleich um die Ecke von uns. Das ist NDR, das könnte auch der Deutschlandfunk sein. Das ist jetzt Deutschlandfunk. 202,2. Da ist eigentlich Radio Teddy, aber die haben wohl Radio Teddy in Schwerin abgeschalten. Kann auch sein. Da ist doch mal der Sender. Das kann auch sein, dass es NDR 2 oder NDR 1 Radio MV ist. Wir sehen uns... Ich weiß nicht, welcher Radio Sender das ist. Könnte Ostseewelle sein, aber... Das könnte Enjoy sein, weil Enjoy ist nämlich, oder FFN aus Hamburg. Es könnte auch FFN sein, keine Ahnung. Oder vielleicht Radio Teddy. Das ist jetzt Enjoy aus Klütz, nicht aus Lübs, Klütz. Ist weit weg von hier. Außerdem ist die A21 Kiel Richtung Bagdeheide zwischen... Das ist NDR 1... Das ist NDR 1 Welle Nord. Da war eben gerade Ostseewelle, aber geht hier bestimmt auch nicht. Wenn wir mal testen, werden wir das Radio mal auf ganz komplett stumm machen. Also da ist erstmal nichts. Da ist keine Sendung verfügbar. Das ist schon aktiv, aber die Frequenz ist nicht in Hagen. Weil... Das ist NDR 1, NDR Info aus Schwerin. Das ist Antenne Niedersachsen. Ja, das ist NDR Antenne Niedersachsen. Es gibt auch NDR 1 Niedersachsen. Da. 100. Es könnte auch sein, dass das Radio Hamburg vom Morfleet kommt. Also es war auch eben NDR 1. Das ist Ostseewelle, Hitradio MacPom. Ostseewelle ist das, kommt aus Schwerin. Regional eigentlich aus Rostock. Delta Radio aus Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen? Das ist bestimmt Delta Radio aus Mecklenburg. Und das war's auch schon. Das ist wieder NDR Info. Ja, Leute, das war's mit dem Video für heute. Ich bin raus. Ciao. Mit V.